Diese Gläser hier werden wahrscheinlich einige von euch kennen. Und wahrscheinlich kennen auch viele von euch das Problem, dass es schnell unorganisiert wird, wenn die einfach so im Regal stehen. Aus diesem Grund zeige ich dir, wie ich mir im heutigen Video für diese Gläser ein eigenes Regal baue. Ein klitzekleiner Hinweis, davon wird es sehr wahrscheinlich kostenlose Baupläne geben. Wie du da rankommst, werde ich dir im Verlauf des Videos noch sagen. Ganz zufällig habe ich da noch so ein bisschen Eichenholz in der Werkstatt. Das hier ist ein Endstück von einem anderen Projekt und das hier ist halt eben übergeblieben. Aber hier seht ihr jetzt so einen riesigen Riss und deswegen werde ich diese Bohle hier nicht benutzen, weil ich für das heutige Projekt längere Teile brauche. Bei den anderen beiden Stücken haben wir fast gar keinen Riss im Holz, deswegen werden wir dort einen Großteil vom Holz raustrennen. Das ist von unserer so großen Bohle jetzt nur noch übergeblieben. Ich finde es immer persönlich, gerade beim Zuschnitt, immer sehr erstaunlich, wie viel Restholz doch entsteht. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was mit diesen ganzen Reststücken passiert. Genau das passiert damit. Ich glaube, das hier hat jetzt schon am Anfang gut gezeigt, wie viel Verschnitt bei Massivholzprojekten entstehen kann. Das war natürlich nur der erste Schritt. Diese Teile hier werde ich jetzt weiter zuschneiden und danach geht es an die Hobelmaschine, damit ich das Material auf die fertige Stärke hobeln kann. Als ich das hier in der Tischkreissäge gerade aufgetrennt habe, hat man deutlich gesehen, dass das Holz hinten nach dem Spaltkeil sich zusammengedrückt hat. Wäre da kein Spaltkeil gewesen, hätte das Holz direkt auf das Sägeblatt gedrückt und je nachdem, wie viel Power eure Tischkreissäge hat und wie gut ihr euch darauf vorbereitet, kann es dann schnell vorkommen, wenn ihr keinen Spaltkeil habt, dass das Holz wegfliegt. Die Maschine hier hat auf jeden Fall genug Kraft, das heißt, da ohne Spaltkeil zu arbeiten, wäre ein bisschen sketchy. Die Hölzer sind auf der einen Seite noch sägerau. Die werden wir jetzt aber nicht hobeln, denn als erstes werden wir die Teile jetzt verleimen, damit wir auf das Maß kommen, was wir für unser Projekt auch brauchen. Für diese Leimarbeiten nehme ich wieder meine Rohrschraubzwingen. Die findet ihr auf meiner Webseite, das verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Hierfür nehme ich mir jetzt einfach einen Stapel, klappe das Ganze so auf. Hier sind so feine Risse drin, um die werden wir uns später kümmern. Jetzt stelle ich die Rohrschraubzwingen grob ein. Ein bisschen Holzleim kann natürlich nicht schaden. Wenn der Abstand zwischen diesen Rohrschraubzwingen 20 cm überschreitet, packe ich meistens noch eine normale Schraubzwinge in die Mitte. Da gehe ich auf Nummer sicher, dass das Brett überall eine gute Pressung hat. Das Schöne an diesen Rohrschraubzwingen ist einfach, dass ihr euch so ein paar Schraubzwingen ersparen könnt. Wenn ihr diese Bretter mit normalen Schraubzwingen zusammenklemmen möchtet, bräuchtet ihr erstmal zwei Leisten, damit das Brett auch gerade bleibt. Die müsstet ihr festspannen. Dann bräuchtet ihr nochmal drei Schraubzwingen, um das Ganze normal aufzuspannen. Und da hättet ihr jetzt schon jede Menge Schraubzwingen, die ihr brauchen würdet, um diesen ganzen Haufen an Bretter zu verleimen. Das hier sind jetzt alle Bretter, die wir für morgen brauchen. Die werde ich jetzt über Nacht in den Zwingen lassen. Dann können die trocknen und morgen können wir dann weiterarbeiten. Hier habe ich übrigens zwei Bretter in einer Rohrschraubzwinge verleimt, weil ich nicht genügend hatte. Deswegen ist hier kein Holzleim. Ich habe das Ganze jetzt schon mal grob geschliffen, weil das mir ein Schreinerkollege vor ein paar Wochen oder Monaten erklärt hat. Der war hier und da haben wir hier in dieser Werkstatt eine Treppe gebaut. Wenn ihr das sehen möchtet, müsst ihr auf Instagram vorbeischauen, dort gibt es ein paar Highlights. Da könnt ihr euch dann so ein bisschen das Ganze ansehen, war wirklich, wirklich witzig.
Als Beispiel, dort haben wir die Treppenstufen hergestellt und da haben wir sie auch erst grob geschliffen und dann haben wir erst die Fräsungen vorgenommen. Denn wenn wir erst die Fräsungen vorgenommen hätten und das Ganze dann geschliffen hätten, wären wahrscheinlich Lücken dort gewesen und so ist es halt einfach ein bisschen genauer. Das ist der ganze Grund dahinter. Und außerdem können wir auf dieser grob geschliffenen Oberfläche viel schöner irgendwas markieren. Ich beginne jetzt mit der einfachsten Fräsung und zwar ist das der Falz, um später die Rückwand einzusetzen. Hier muss ich jetzt ein paar Nuten fräsen. Die Position habe ich mir auch schon markiert. Ignoriert dieses Brett, da habe ich mich ein bisschen verrechnet. Das hier sind die unteren Kanten der jeweiligen Nuten. Da werde ich jetzt was ausprobieren, damit ich das auf meiner Werkbank festmachen kann und es gleichmäßig fräsen kann. Das probiere ich aus und du wirst am Schluss sehen, ob es vielleicht auch eine Möglichkeit für dich ist. Jetzt habe ich hier ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Damit werde ich jetzt mal probieren, meine Bretter auf meine Werkbank direkt zu kleben. Das hier ist ein Anführungszeichen, das wichtige Brett. Da sind meine Markierungen drauf und diese beiden Bretter müssen jetzt genau bündig auf meiner Werkbank abschließen. Erste Testfräsung ist gemacht. Jetzt zeige ich euch, wie ich es eingestellt habe. Ist eigentlich relativ simpel. Ich nehme mir einfach meine Fräse, stelle die Fräse auf den Strich ein, nehme mir jetzt meinen Winkel und schaue, dass das Ganze rechtwinklig ist und überprüfe dabei immer wieder, dass ich auf dem Strich stehe und kann das dann anschließend festspannen. Wie könnt ihr kontrollieren, ob das Ganze genau war? Ganz einfach, nehmt euch einfach mal einen Metermaßstab, 485, 485, das ist mir genau genug. Das hier ist ja der Boden von unserem gesamten Regal und den Zusammenbau speziell will ich mir gleich ein bisschen erleichtern. Deswegen fräsen wir hier eine ganz, ganz kleine Falz rein, damit die Bretter so ein bisschen einen Anschlagspunkt haben. Jetzt kann man das Ganze mal trocken miteinander verbinden. Ich habe das jetzt mal alles ein bisschen zusammengespannt. Ich werde jetzt auch direkt hier die Multiplexplatte herstellen, die als Rückwand hier später noch reinkommen wird. Die Rückwand kann ich mich jetzt hier hinten reinlegen und dann kann ich das Gehäuse miteinander verschrauben. Die Regalbretter haben auch einfach einen Falz bekommen und die kann ich jetzt auch hier reinschieben. So, jetzt habe ich doch schon so viel Luft da drin. Bis dato sieht unser Regal in etwa so aus. Wir könnten da theoretisch jetzt unsere Gläser reinstellen, aber ich will ja, dass das so ein bisschen ein Organisationsprojekt für die Küche wird. Deswegen soll dieses Regal auch wirklich nur für diese Gläser sein. Und genau aus dem Grund werde ich jetzt noch dünne Hölzer herstellen, die hier gleich aufgeleimt werden, in die dann später diese Gläser reinpassen. Hat auch noch den schönen Nebeneffekt, dass die Gläser nicht so schnell rausfallen können. Und das mache ich jetzt. Ich werde jetzt mal eine Möglichkeit zeigen, wie man diese Schraubenlöcher schön verdecken kann und ich finde, dass das gar nicht mal so schlecht aussieht. Dafür habe ich hier diese Heißkleberpistole, da habe ich hier so ein Holzkit drin. Normalerweise macht man damit Risse dicht, aber ich mache jetzt hier diese unschöneren Schraubenköpfe weg, beziehungsweise dicht. Einfach ein bisschen hier drauf geben, so wenig wie möglich tatsächlich. Diesen Überschuss jetzt ganz sachte wegschneiden. Und wenn wir da zu grob vorgehen, dann reißen wir das Ganze raus, denn auf Metall hält das Ganze nicht ganz so gut.
Das Regal ist in großen Teilen zusammengebaut und das Holz ist jetzt auch fertig vorbereitet. Und jetzt kommen wir zu diesem einen Key-Feature von diesem ganzen Projekt. Und zwar ist das die Unterteilung für diese einzelnen Gläser. Ich habe mir eben im Hintergrund hier diese Frässchablone hergestellt und da habe ich halt einfach ausprobiert, welcher Durchmesser ideal ist bei einer Materialstärke von etwa 8 mm, damit hier diese Gläser spielfrei hier drin sitzen und dann halt eben immer an der gleichen Stelle stehen. Im Bauplan werde ich das hier mal genau ausmessen. Kleiner Hinweis, ich habe hier noch eine Phase dran gemacht, damit es auch passt. Aber jetzt kann ich halt eben hier mein Glas nehmen. Das Glas steht auch richtig auf dem Boden auf. Und es verschiebt sich halt nicht mehr und ich kann es in die richtige Position drehen. Und so habe ich halt eben Ordnung in meinem Regal. Die einzelnen Abstände habe ich markiert, aber wie lege ich jetzt meine Frässchablonen hier so drauf, damit ich auch mittig fräse? Ist eigentlich relativ einfach. Ich nehme jetzt hier einen Zirkel und mache hier einfach mal einen Kreis dahin, wo auch später der Kreis sein wird. Und jetzt kann ich meine Frässchablone nehmen, kann das Ganze zentrisch um den Kreis legen. Und das kann man mit dem Auge genau genug einschätzen, sodass man später beim fertigen Projekt da keinen Unterschied oder Versatz erkennen kann. Ich habe jetzt hier erstmal ein paar Löcher gebohrt, damit ich gleich mit meinem Bündigfräser hier reinfahren kann. Ich lege das Ganze jetzt hier passend um den Kreis herum. Hier dieses Hölzchen kommt jetzt in jedes Regalbrett und nur mal damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Jetzt kann man hier so ein Glas reinstellen und es wackelt nicht mehr, es steht fest an einer Stelle und es sieht schon direkt viel aufgeräumter aus. Alles ist fertig geschliffen, jetzt kommt der beste Moment vom ganzen Projekt, denn jetzt werden wir mal das Finish drauf packen. Ich benutze mein eigenes Finish, das verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. So, jetzt noch fix die Schrankrückwand rein. Und fertig ist unser Möbel. Das ist nicht schön geworden. Ich habe extra alle Gläser mitgebracht, damit ich euch zeigen kann, wie das aussieht, wenn alles an Ort und Stelle ist. Das Regal ist endlich fertig, so von der Kombination, was das Eichenholz und das Eschenholz angeht, gefällt mir das total gut. Ich werde das mal ein bisschen genauer zeigen. Ich habe das Ganze so gestaltet, dass man weiterhin an jedes Glas mit beiden Händen rankommt. Das ist halt super ätzend, wenn man ein Regal hat und man muss das irgendwie hier vorne greifen, deswegen ist hier ein bisschen mehr Platz. Außerdem habe ich die Höhe so gewählt, dass man das Glas kippen kann und es dann theoretisch rausnehmen kann. Das bedeutet, man muss das nicht zwangmäßig hochheben und so rausheben. Man kann es halt ganz normal aus dem Regal holen und es halt theoretisch auch kippen. Das Schöne ist halt einfach, dass wenn man ein Glas rausnehmen, man es einfach schnell reinstellen kann und es jedes Mal wieder geordnet hier steht, weil es halt nicht irgendwie außer Mitte steht. Dafür sind ja hier diese Hölzer da. Manche Gläser sind auch schon etikettiert. Ich finde hier diese Optik eigentlich ganz cool. Ich werde euch das Teil mal, mit dem ich das hier gemacht habe, in die Videobeschreibung packen. Mit dieser Optik hier bin ich wirklich auch sehr, sehr zufrieden. Gefällt mir persönlich super gut. Ich weiß zwar, dass hier ein bisschen Metall unterm Holz drin ist, aber das ist für mich okay. Ganz am Anfang vom Video habe ich ja noch irgendwas zu den Bauplänen gesagt. Wenn du dir dieses Teil hier nachbauen möchtest, speziell was die Durchmesser hier angeht, damit die Gläser hier auch gut reinpassen, den Bauplan werde ich dir mal in der Videobeschreibung verlinken. Den kannst du dir kostenlos auf meiner Webseite runterladen. Aus dem Grund würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Dann werden dir weitere Projekte in Zukunft auch vorgeschlagen. Und weitere kostenlose Baupläne bekommst du so dann vielleicht auch. Also, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Ein wirklich sehr, sehr schönes Projekt. Und hier dieses Ordnungssystem mit diesem Brettchen hier, das kannst du natürlich auch auf andere Glasdurchmesser anwenden. Ich habe es halt jetzt auf diese hier angewendet, weil wir von denen einfach noch ein paar Gläser hatten. Ich werde auch mal schauen, dass ich die gleichen Gläser finde. Wie gesagt, da müsst ihr nicht so viel rumprobieren, was den Durchmesser angeht, damit das Ganze halt gescheit im Regal drin steht.
das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.